Hallo und schönen Tag euch. Bevor die neue Lotte erscheint, wollte ich noch etwas sagen. Und zwar... Danke für alles. In diesem Jahr ist so viel passiert. Ich hatte meinen ersten 24-Stunden-Stream, hab mit euch geweint und gelacht. Und ich bin sogar Anfang des Jahres Twitch-Partner und YouTube-Partner dann später geworden. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch die neue Lotta genauso gut gefällt wie auch die alte und dass ihr sie akzeptieren werdet. Ich wünsche euch noch super viel Spaß bei meinem Redebüt. Bye-bye. Sempre eterno. Ich bin so nervös, dass ich schon zittere. Ich hoffe einfach nur nicht, dass ich gebannt werde. Also wenn ich weg bin, dann bist du Bescheid. Na gut, dann mach dich mal bereit. In 3, 2, 1. Ha. Tschüss. Ah. Ich kann hier mal ein bisschen näher ran. Ja, vielleicht nicht so nah ran. Hi. Na? Kann ich ganz viele Grimassen machen. Ich kann ein A machen. O. O. A. O. U. Und noch mehr. Strick mir die Zunge raus. Soll ich die Zunge rausstrecken? Yes. Aber ich kann ja mal das ganze Model zeigen. Gefällt mir voll gut. Usagi-chan Vibes. Findest du? Damit haben wir das schon mal geklärt. Ich bin natürlich nicht Lotta, wenn ich euch nicht ein paar neue Sachen zeigen kann. Also ich werde ja nicht nur so die ganze Zeit streamen, sondern... Guck mal, ich kann... Also falls ich irgendwie Katzenohren oder so mir aussetzen will, dann denke ich mir, die Buns, die stören, dann mache ich so halt weg. Dann... Habe ich noch einen Zopf? Guckt auf den Zopf! Und dann mache ich mal... Wish. Ah, lange Haare. Aber das ist ja nicht mein Standard-Outfit. Wish. Hello. Dann komme ich mal ein bisschen näher. Ich bin noch nicht so nah. Genau. Ach ja, Expressions. Oh, meine Güte. Die erste Expression. Wenn ihr mich traurig macht. Oder wenn ich traurig sein sollte, weil, keine Ahnung, irgendwas Schreckliches passiert ist oder so. Dann weine ich erstmal. Dann, wenn ich denke, dass ihr vielleicht unartig wart oder sowas und ich dann euch ganz fies angucke, gucke ich euch so an. Bestraft mich! Ihr wart böse? Oh mein Gott, ihr werdet jetzt bestraft. Wenn ich geschockt bin, oh mein Gott, dann habe ich natürlich noch, wenn ich ganz wütend bin, dann... So, dann schlagen wir das Buch auf. Ich bin Lotta. Ich bin Forever 21. Was ich mag? Apfelringe. Ich hab Hunger, darf ich dich vernaschen? Nein. Ich liebe Horror. Alles, was mit Horror zu tun hat. Oni-chan! Lieblingsanime. Makito Your Eternity.
Anohana, bei den beiden musste ich sowas von weinen. Und Vision of Escaflowne. Ja. Ehrlich gesagt, sind mir keine einzigen Goals eingefallen. Ich möchte mehr Sport machen und singen üben. Ich mag es zu singen, aber ich kann leider noch nicht so gut singen. Ja, Credit. BQ Art hat mir Model gemacht. Mit den ganzen verschiedenen Outfits, den Haaren etc. pp. Und Heaven hat mein Model gerickt. Hat auch richtig gut gemacht. Und jetzt zeige ich euch noch den Pausenscreen. Das ist er. Und da seid ihr auf dem Bildschirm. Wir müssen die Liste langsam abarbeiten. Ist so, ist so. Wir machen mal, wenn wir 5:30 haben, dann fange ich an, Japanisch. Ich stimme mal auf den Timer. Ich muss es jetzt 30 Minuten, muss ich straight durchhalten. Keine deutschen Wörter oder so. Here we go. Oh, bei Janai. Nani. Ah! Ah. Duschte! Duschte! Möbi, da ist gedes. Komm mal, ne? Der Jobu. I doubt it. Sugoi, sugoi. Oni-chan! Oh. Moshi moshi. Es ist vorbei. Ich muss kein Japanisch mehr reden. Und war sehr cringe. Ist okay. Muss man erstmal machen können. Ach du Scheiße. Wir haben jetzt nicht ernsthaft den Badeanzug, oder? Oh mein Gott. Wenn das eure Eltern sehen würden, die würden sich denken, oh mein Gott, mein Kind hat einfach so viel für eine 2D-Figur ausgegeben. Schniff, schniff. Keine Sorge, meine Familie ist auch so von mir enttäuscht. Oh mein Gott. Hello there. Oh. Hello there. Jetzt Badeanzugzeit. Für den Badeanzug, ich muss jetzt mal in, wie heißt das nochmal? Hot Tub? Ich mag ja das hier nicht mit dem hier von oben nach unten. Oh Gott, guck mal. Aber ich glaube, bei dem Bikini würde ich es dann wirklich machen. Hallo. Meine Füße. Ich kann auf euch zappen. Wop. Oder hängt am Strick? Daran denke ich ehrlich gesagt auch immer, wenn das so von oben nach unten ist. Und rasierte Beine. Ist das nicht schön? Zum Schneller? Mama, kann ich mal ein bisschen größer machen? Hallo. Ich versuche mich zu beeilen, okay? Das war's. This is it. This is the Badeanzug. Ich geh mich mal kalt abduschen. Mir gefällt der. Ich mag den. Warum kein Bauchfrei? Weil ich ja schon sehr, sehr viele bauchfreie Sachen habe. Und ich dachte, so ein Anzug ist vielleicht ein bisschen safer auch. Und Möbi hat mir was geschickt. Ein Dance-Video. Yeah. Oh mein Gott, ist das süß. Soll ich jetzt eigentlich weiter mit dem Badeanzug streamen? Wollen wir eine Umfrage machen? Einstimmig entschieden, 79%. Ihr seid bescheuert. Habe ich noch den Karaoke-Raum hier irgendwo? Ah, ich glaube, das hier ist er, ne? Oh, für Karaoke das Kleid anziehen? Ja, das kann ich machen. Soundcheck? Soundcheck, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich piss auf das Mic und die Puppe. Hallo, ist das du an? Oh, ich bin überhaupt nicht aufgewärmt. Warte mal. Oh, ich streck mich jetzt mal. Oh Gott, ich bin voll verkrampft, Leute. Ready? Sieh mich an. Aus einer entfernten Welt. Man zeigt mir mein Spiegelbild. Die ist nicht zu fassen. Sag mir, warum fällt es denn so schwer? In allem, was ich auch tu, Pokémon. Mein bester Freund. Dankeschön für die 10 geschenkten Subs. Oh Mann, oh. Jetzt weine ich. Ich glaube, ich bin einfach nur froh, dass der ganze Stress mit dem Redebüt und dem Ghosten und keine Ahnung, dass das jetzt auch alles vorbei ist. Ich glaube, das ist einfach auch so... Ich glaube, es ist echt so der ganze Stress, der jetzt irgendwie
quasi in Tränen herausbricht. Nein, hört auf! Das Ziel ist erreicht! Wir müssen nicht mehr! Es ist vorbei! Es gibt keinen Grund zu weinen. Nein, den gibt's auch nicht. Das ist eigentlich ein Grund zu feiern. Jetzt kommt das 3D-Model. I'm gonna do this. Hi. Das ist mein Rücken. Oh, Hilfe! Ah! Kannst du Handstand machen? Ach Gott, ich mach nur Scheiße mit dem Model. Honest. Hallo. Hey, Baby. Na? Ich wusste gar nicht, dass ich auch noch tanzen kann. Na, auch hier? Na? Mit diesem Blick ein bisschen seltsam. Wir tanzen uns jetzt in den Raid rein. Was sagt ihr dazu? Ich bin wirklich froh, dass es vorbei ist. Ich liebe es zwar, solche Sachen zu planen, aber wenn dann irgendwie gefühlt das Kartenhaus dann einstürzt, das ist so heftig. Mit dem Tanz kann ich dich nicht ernst nehmen? Ach, bestimmt. Oh, was ist das denn? Oh, ich weiß nicht, was das hier ist. Aber es sieht nicht so gut aus. Ach so. Ach, auf Wiedersehen ist das. Danke an euren übelst geilen Support. Ihr seid der Knaller. Dankeschön. Und danke auch an die ganzen neuen Patreon-Leute, die dabei sind. Dankeschön. Und die Leute, die sich das Merch vorbestellt haben und so. Und danke eh für alles und so. Und für die ganzen Leute. Lasst mir ein bisschen Zeit, um alles nochmal so ein bisschen... So ein bisschen runterzukommen vom ganzen Stress und so. Auf Wiedersehen. Dankeschön für das geile Debüt. Danke.